Selbst wenn ich nicht hundertprozentig damit d'accord gehe, was zum Beispiel der Pierre macht, ja, mit seinem Gran Sativa, Zeugen Sativas. Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Heute geht es mal um dieses Social Media Dings. Einige von euch folgen mir ja vielleicht sogar auf Facebook oder auf Instagram und werdet merken, dass da ganz andere Themen für mich relevant sind als hier auf YouTube. Übrigens habe ich noch immer eine Provisorium im Mund, okay? Und deswegen muss ich, schaut es aus, als hätte ich da so ein Vampirzahn an der Seite und ab und zu nuschel ich ein bisschen. Ich habe es hoffentlich nicht mehr lange. Die AOK macht Spirenzchen ein bisschen, aber naja, mal abwarten. Social Media. Auf Facebook fällt mir selber auf, auch an mir selber, dass wenn ich da ein paar so Berichte gelesen habe, sich in meinem Kopf diese Abwehrhormone wie Adrenalin und noch ein paar andere Geschichten ausgeschüttet werden. Und dieser Stress, der da entsteht, dazu beiträgt, dass man sich immer mehr aufregt und dann auch anfängt, verbal unter der Gürtellinie zu schießen. Also ich versuche schon immer, das nicht zu tun. Aber ich merke bei mir selber auch, dass ich manchmal wütend werde und dann kriege ich schon so diesen Tunnelblick und dann fange ich an, wild zu tippen. Und als mir das mal aufgefallen ist bei mir selber, habe ich sofort aufgehört. Ich habe den Post nicht abgeschickt. Ich habe gewartet, bis ich mich beruhigt habe und habe dann nochmal sachlich argumentiert, dem anderen die Luft rausgenommen damit, weil der ja genauso. Wer? Er? Und kennst du nicht. Das hat mich rausgebracht, Alter, hey. Also zwecks den Ärger, den man da hat, da kann man sich jetzt halt nicht mehr konzentrieren. Ja? Und dann vergisst man auch schnell, wenn man zum nächsten Post kommt, dass man da gerade so wütend auf den einen reagiert hat und womöglich jemanden anderen, der gar nichts damit zu tun hat, genauso anbögt. Und der schießt natürlich zurück und schon sind da wieder zwei. Und das summiert sich die ganze Zeit und dann sind wir alle nur noch am Streiten die ganze Zeit. Oft sehe ich es auch, da schreibt einer was und der andere antwortet da drauf, aber antwortet muss auf ein, zwei Wörter von dem Ganzen, was der andere geschrieben hat. Der hat das gar nicht gelesen. Weil plötzlich schreiben die aneinander vorbei. Und manchmal sogar schreiben sie beide genau das Gleiche, nur mit anderen Wörtern und dann streiten sie aber aufs Blut. Dann frage ich mich doch, hey, jetzt hör mal auf zu streiten. Hey. Meistens streitet man ja deswegen, weil der andere einen nicht versteht. Na, man denkt ja, der versteht mich nicht, der Vollpfosten. Wissen ja. Ich hab da gesagt, du kennst den nicht. Also nochmal. Das ist tatsächlich ja so, dass du da, wenn du da so am Streiten bist, unfair werden kannst und dann vielleicht auch jemanden beleidigst, der dieselben Ansichten hat wie du. Ja? Komplett die gleichen. Der Gegner heißt übrigens bei den Prohibitionisten, ist unser Gegner. CDU, CSU, AfD. FDP zum Teil. Ja? Und die SPD auch, weil es Händewälse sind. Da sind aber die Menschen, die wir angehen sollten, verbal. Also nicht beschimpfen, sondern mit denen diskutieren und dann auch noch sachlich am besten. Und nicht anfangen, irgendwo herausgerissene Fetzen zu nehmen und jemanden hinzuwerfen und dann so überheblich, wussten Sie schon das? Nein, so darf man nicht anfangen. Wir sind ja nicht besser, wir sind doch genau dieselben wie die anderen auch. Nur, dass wir Sachen wissen, was die nicht wissen, weil die belogen worden sind und die der Lüge glauben. Das hat was mit Glaube zu tun, nicht mit Wissen. Das ist ja das Problem. Ja? Deswegen streiten ja Menschen aus verschiedenen Religionen, weil jeder meint, seins ist das Richtige. Würden sie sich rausnehmen aus dem Ganzen und mal ganz genau hinschauen, dann wüssten sie, dass sie alle nur manipulierte Deppen sind. Und zwar immer von den Oberen da. Die ganzen Geschichten, die in diesen Büchern stehen, schau dir das ganz genau an, Schöpfungsgeschichte zum Beispiel. Glaubt einer von euch wirklich, dass Gott hergegangen ist und so, wie es da in der Bibel drin steht? Glaubt es auch nur einer von euch? Warum glaubt es denn dann den anderen Scheiß? Ganz einfach.
Ich habe auch wirklich Scheiß gesagt, weil das in meinen Augen eine Verarschung ist. Das waren ein paar Hirten, die diese Religion erfunden haben. Ja? Ziegentreiber, Angler, Fischer. Natürlich kluge Leute auch. Die waren ja nicht dumm. Das ist ja nicht blöd, was da drin steht. Bis auf das eine, dass es zu manipulieren dient, dass Leute das benutzen. In der Bibel stand drin, bau dir keine Kathedrale. Diene keinen Götzen. Mach dir kein Bild von mir. Und was machen sie? Bauen Kirchen, hängen da irgendwo am Kasperl ans Kreuz und sagen, das ist der Jesus. Merkst du was? Die machen das Gegenteil von dem, was da drin steht teilweise. Ja? Noch einmal. Es geht um Glauben und Wissen. Wenn ich ja Cannabis ausprobiert habe, dann weiß ich, wie das wirkt. Wenn ich aber auf das Wissen eines Thomasius zurückgreife, der auch bloß Theorie hat, dann kann ich es nicht wissen. Dann kann ich es nur glauben. Das Überzeugen im Social Media von Leuten, von seinem eigenen Denken, hindert uns ja schon, weil wir dauernd in unsere eigenen Blasen drin sind. So wie der Peter Schaller. Gruß von hier aus, Peter, falls du das sehen solltest, was ich zwar nicht glaube, weil ich ein ganz anderes Zielpublikum habe. Aber egal, der hat es kapiert. Schaut euch mal diese Fridays for Freedom for 20 an. Schaut euch mal dieses Online-Dings an. Da geht es nicht darum, dass Peter Geld möchte von irgendwelchen Leuten, die zu faul sind, selber aktiv zu werden, sondern er verlangt nichts Unmögliches, einen Kommentar abzusetzen. Herrlich, ja. An einem bestimmten Tag, bei einer bestimmten Person. Das ist nicht schwer. Und da auch noch nett zu sein, ist auch nicht schwer. Heute ist der Freitag, wo das Ganze gestartet ist. Das Video ist jetzt ein bisschen später, weil meine Videos ein bisschen immer in Verzögerung rauskommen. Heute ist das gestartet. Sehr schleppend, aber ich finde, alleine schon dieser Grundgedanke ist super. Ja? Der opfert seine Freizeit dafür. Das muss einem mal bewusst sein. Andere Leute lassen sich zahlen dafür, dass sie einmal im Jahr eine ein bisschen größer angelegte Sache machen. Das ist aber auch bloß so symbolisch, ne? Und es reicht einfach nicht. Ich spreche über den DHV gerade. Ja? Georg Kurt hat sich selber angesagt, er möchte die Arbeit machen, bis er auf Rente geht. So ist das Ganze ausgelegt von seiner Seite aus. Das heißt, in erster Linie geht es darum, Mitglieder für den DHV zu sammeln. Das ist auch legitim, man braucht Geld, damit man die Mitarbeiter bezahlen kann, die Räumlichkeiten bezahlen kann. Das ist ganz normal, das kommt nicht von alleine. Aber diese Aktionen, einmal im Jahr eine zielgerichtete Sache, ist mir einfach zu wenig. Und dann nur News zu machen. Ja, ist ja nicht schlecht. Also ich habe damals, als die News angefangen hat, gesagt, auch zum Florian Rister, super Sache macht sie da, gefällt mir sehr gut, endlich geht da mal ein bisschen was nach außen, dass die Leute auch sehen, dass ihr was macht. Ja, aber er berichtet ja noch nicht einmal irgendwas aus der Szene, sondern nur irgendwelche DPA-Geschichten. Ja, ist ja nicht schwer, sich das rauszusammeln, aber ich finde es auch nicht schlecht, was daraus kommt, was ihr da macht, aber es ist einfach noch zu wenig. Ich möchte mal Berichte über, was hat habt ihr gemacht? Was hat der DHV gemacht? Wo ist er hingegangen? Wem hat er mal wieder genervt? Was war die Reaktion? Das sollten in die News rein. Ja? Oder wollt ihr mir sagen, dass das mit der Petition vor ein paar Jahren das größte Ding, dass das alles war? GMMs begleiten und mitorganisieren ist ja auch eins, aber das ist halt auch noch nicht alles. Weißt? Und das merken auch viele andere Leute und deswegen wird es Zeit. Dann wir alle aktiv werden und auf Social Media und sind die ganze Zeit gegenseitig am Bisseln. Wir müssen uns doch da gegenseitig unterstützen. Selbst wenn ich nicht hundertprozentig damit d'accord gehe, was zum Beispiel der Pierre macht, ja, mit seinem Gransativa, Zeugensativas. Ich gehe überhaupt nicht d'accord damit, aber ich greife ihn auch nicht an. Warum greife ich ihn nicht an? Weil er seine Zielgruppe auch hat und weil er auch dasselbe Ziel will. Seine Mittel gefallen mir nicht, seine Art und Weise ist auch nicht meine, aber boah, hallo, wir sind doch auf der Welt, jeder ist einzigartig und jeder macht es irgendwie anders. Und jeder hat seine Zielgruppe.
Ja? Schau mal, meine Videos haben um die 50 Aufrufe gerade mal, wenn es hochkommt. Und trotzdem höre ich nicht auf damit, weil es 50 Leute sind, die sich den Schmarrn antun. Und 50 Leute, von denen erreiche ich vielleicht doch ein paar mit dem, was ich sage. Und verstehen es, was ich meine. Ja, die Legalisierung ist ja viel größer als ja irgendeiner von uns, also, als dieser DHV oder die CDU oder sonst irgendwie. Es geht da um was viel Größeres. Und das muss man einfach mal verstanden haben. Wir kämpfen nicht für unsere eigenen Dinge. Schon auch, aber eigentlich geht es um das Große. Um das große ganze Ding. Ich will nicht einer von denen sein, die eine Treppe hochrennen und vom Ziel ein Handy zücken und dann rumfilmen wie ein Trottel. Sondern ich will, wenn man so eine Treppe hochrennt und am Ziel ankommt, auch rein, durch das Ziel durch. Und auf der anderen Seite seine Lorbeeren in Empfang nimmt. Klar mach, ist das als eine Anspielung auf dieses Reichstagsgedöns von den Rechten. Aber das ist doch eine lächerliche Aktion gewesen. Da waren vielleicht drei, vier, die dabei, die haben es wirklich ernst gemeint und die haben da oben auch richtig Ärger gekriegt. Ist ja wohl logisch, oder? Aber der ganze Rest steht bloß dumm rum, hält das Handy hoch und weiß nicht mehr, was sie tun sollen. Weil das ist halt typisch Deutsches. Wir sind eine Fernsehnation. Meine Generation ist aufgewachsen mit der Flimmerkiste. Wir sind, weiß ich nicht, vor dem künstlichen Lagerfeuer gehockt, weiß ich nicht wie viele Nächte, und haben dann nur uns berieseln lassen. Schalt die Flimmerkiste aus und werd aktiv. Dann lernst du plötzlich Gleichgesinnte kennen. Und wisst ihr, wie wir sind sehr viele. Nicht bloß die 50, die meine Videos anschauen. Wir sind Tausende. Und wir haben eine Macht, wenn wir die richtige Partei wählen. Aber ich weiß es ja schon. Hey, schaut unter mein Video, wo ich sage, wenn ihr schon nicht grün wählt, dann wählt es wenigstens die Linken. Was machen die Deppen da? Was schreiben die darunter? Dass die Grünen doof waren. Leute, die Grünen waren nicht doof, sondern Einzelne. Und jetzt muss ich es einfach nur einmal sagen. Wir brauchen in den Ländern stark aufgestellt, die Grünen, Link, von mir aus eine neue SPD. Die CDU muss da schwach sein und die CSU auch. Und wenn es im Bundestag dann soweit ist, dass Grün-Rot dran ist, oder die Grünen eine sehr starke zweite Seite von mir aus Grün-Schwarz ist und sagen, Cannabis wollen wir legal haben, wenigstens die Abstimmung soll sein, dann haben wir wenigstens die Chance, dass das Gesetz auch durchgeht, wie Butter. Weil das muss im Bundesrat auch noch durch. Auf jeden Fall ist es ja so, dass wir uns nicht beschweren dürfen, wenn eine Partei, die wir wählen, schwach abschneidet und die dann nichts machen können. Sie müssen die Mehrheit haben. Nur dann können sie die anderen zwingen. Oder zumindest Unterschied bloß so drei, vier Sitze. Das würde aber funktionieren. Ja, glaub mir. Siehst du doch in Berlin, die Grünen und die SPD sind ziemlich fast gleich auf. Die Grünen waren ein bisschen schwächer als die SPD, aber nicht viel. Und die Linke, die helfen den Grünen mit ihrer Idee. Die wollen sagen, hey, Cannabis legal. Und der SPD-Mann, nee, will ich nicht. Nach 2 Tagen Streit hat er nachgeben müssen, weil er kapiert hat, meine SPD ist gar nicht mehr so stark wie früher. Ich habe nicht die Zweidrittelmehrheit. Ich habe nicht einmal ein Drittel. Und so muss das Kräfteverhältnis sein. Egal wie sehr wir uns das wünschen, Leute. Wenn wir nicht drüber kommen, über die magischen Grenzen von Anzahl an Stimmen, dann wird's nichts. Das ist der falsche Stolz von ein paar von euch. Der falsche Stolz. Ich wähle keine Grünen. Warum nicht? Weil es der Papa nicht gewählt hat? Weil sie damals mit der SPD zusammen diesen Einsatz mit den Amerikanern gemacht hat? Wisst ihr nicht, welche Verträge das es gibt? Was sie einhalten müssen, ob wir wollen oder nicht? Und wenn sie dann das geringste Übel rausnehmen und dann die schwächere Partei mitmachen muss, weil sie einen Vertrag unterschrieben hat mit der stärkeren Partei, dann kann man nicht dauernd hergehen und so uralte Geschichten ausgraben. Weil dann fangen wir bei der CDU an, dass da Leute drin gehockt sind früher von der NSDAP. Fangen wir so an, oder wie? Nein, heute geht es darum, dass wir eine Merkel-CDU haben. Und wenn die Merkel weg ist, wird die nächste CDU mit Sicherheit nicht noch einmal so handzahm wie die Merkel-CDU sein. Sondern schau sie dir doch an, wie scharf die Hunde alle sind, die Söder. Ha?
guckst, schaust du ganz genau an. Der starke Mann wird gefragt. Und wir streiten uns lächerlicherweise rum, hey. Grün-Rot, sonst wird's nichts. Peace out.